war ein ganz normaler Tag in Brookhaven. Doch bei einem Haus stand ein Truck, wo Stalker drauf stand. Und was ganz komisch war, was oben im Bad abging. Leute, ich bin... Okay, ich bin einmal auf Toilette, nackig. Und sofort werde ich von Stalkern beobachtet. Ich meine, da oben ist ein Würstchen. Warum bist du ein Würstchen? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss mich mal kurz anziehen. Okay, wir müssen unsere Sachen aussuchen. Lass ich mich kurz um die Kanäle. Okay, hier steht ein Pferd. Ich weiß nicht warum, Leute. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das werde ich jetzt mal dran absehen. Okay, wir ziehen uns kurz um. Aber warum haben wir so viele Stalker in unserem Haus? Das ist doch nicht normal. Mein Gott, der Hotdog ist auch ein Dino. Was zum... Wer seid ihr? Leute, ich glaube, das sind Stalker. Ich glaube, das sind Online-Stalker, die bei mir eingebrochen sind. Oh mein Gott. Das kann doch nicht normal sein. Was für Hände? Was? Er hat eine Waffe. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich halte das nicht aus. Oh mein Gott. Leute, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Ich kann das sonst nicht ertragen mit diesen Online-Stalkern. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine wunderbaren Videos mehr in Zukunft. Aber können wir denn jetzt bitte hin, wo wir sicher sind? Was schreiben wir denn was? Das Hühnchen haut ab. Ich bin doch kein Hühnchen. Also, ich sehe vielleicht ein bisschen aus wie ein Marmeladenbrötchen, aber noch nicht wie ein Hühnchen. Und zwar vor kurzem wurde ich einfach als Ketchup bezeichnet. Weil ich hatte eine Abstimmung gemacht, was man mehr mag, Ketchups nennt oder Mayo. Und wisst ihr, was jemand geschrieben hat? Ketchup, weil ich bin Ketchup. Also, ich bin doch kein Ketchup. Nein, wir brauchen das. Wir brauchen den Helikopter schnell. Nein. Da ist jemand drin. Seht ihr ihn? Das kann ich nicht. Oh mein Gott, wo sind wir denn sicher? Ich verstecke mich. Ich glaube, wir sind nirgends wirklich sicher. Kann das sein? Ich wüsste mir jetzt gerade nicht so ein bisschen wie oder wo. Hallo, wer bist du? Ich bin... Oh mein Gott, er überwacht den Heli. Das macht er absichtlich. Der Stalker macht das absichtlich. Seht ihr ihn? Warte mal, ich habe eine Idee. Wir schleichen uns an. Okay. Ich bin nicht da. Ich glaube, er sieht mich nicht. Er ist doch zu ihm dran. Nein. Okay, wir müssen uns abstürzen lassen. Tschüss! Ich lasse ihn gerade wegfliegen. Dann soll ich ihn landen. Okay, warte, das heißt, wir können jetzt einen neuen Helikopter nehmen, weil ich nicht. Weil ich sitze ja nicht drin. Okay, dann haben wir jetzt einen neuen Helikopter. Dann trinken wir nochmal drauf und holen uns den meinen. Ey, wir müssen halt abhauen, Leute. Ich kann mit ihm nicht fliegen. Jetzt kann ich mit ihm fliegen, okay. Ja, er ist nicht mehr drin. Okay. Tschüss. Ja. Da. Nein, Alter, schon. Das ist im Heli. Ich muss mal schauen, was in meinem Haus passiert. Ich glaube, ich lande da oben. Oh mein Gott, ich wollte auf mein Dach landen. Leute, selbst auf meinem Dach sind einfach die Stalker. Ich meine, wie zum Geier soll ich irgendwo noch hingehen, wenn überall Stalker sind? Ich glaube, ich lande trotzdem mal kurz auf mein Dach. Ich glaube, das ist gar nicht so eine super schlechte Idee. Okay, guck mal, die gehen, glaube ich, alle gerade weg. Warte mal, ist hier noch jemand? Wir schleichen uns mal an. Nein, da ist jemand. Nein, er ist drinne. Okay, wir müssen abhauen. Hier, Tür abschießen. Oh mein Gott, Tür ist abgeschlossen. Puh. Okay, ich glaube, sie haben mich verloren. Was? Ich muss... Naomi noch stalken heute. Die wollen mich wirklich stalken. Aber was können wir denn da machen? Das Naomi-Hühnchen ist verschwunden. Ich bin kein Hühnchen. Und der eine nennt mich Mama. Wo sind die?
Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, da ist jemand. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Weil, da ist der Diener. Suche eine Mama oder Papa. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich kann das nicht. Ich muss hier abhauen. Hier steht immer noch ein Pferd. Warte mal, wir können uns tarnen. Ich habe eine Idee. Wir tarnen uns wie Camouflage. Das heißt, wir machen jetzt noch kurz unsere Haare weg. Okay, dann legen wir das hin. Nee, ist noch nicht gut genug. Schauen wir mal, was wir getan können. Oh, ich glaube, so ist ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob die Stalker mich so finden. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich hab's natürlich nicht. Ich sehe ja schon irgendwelche Namen rumfliegen. Wo kommt der denn her? Ach du heilige Bananen-Kaktus-Helikopter-Scheiß. Was? Oh mein Gott, dann will ich mich bis zum Ende verfolgen. Ich denke, er wird mich gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher. Er hat Hemmung geschrieben. Okay, warte, wenn er weg ist, kann ich noch wegrennen. Nein, er kommt wieder. Oh mein Gott. Leute. Vor allem, er war ja gerade schon voll weit bei mir. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, nicht, dass er mich dann noch findet. Jetzt sind die weg. Ich renne. Nein! Ah! Okay, er hat mich nicht. Er hat mich nicht. Ich bin nach dem Gebüsch. Ich muss mich grün machen. Lass mich nicht sofort sehen. Ja, jetzt bin ich grün. Schreiben die. Ihr findet mich niemals. Mein Gott, noch nicht, man kann jetzt echt die Schrift sehen. Ich glaube, man kann lesen. Ja, das war leicht blöd. Ich check noch mal raus. Boah, das sind voll die Leute, das sind so krasse Stalker, ey. Wir müssen eigentlich abhauen. Warte mal, ich hab eine Idee. Bleib mal so stehen. Bessere Idee. Ich bleib mal so. Ich bin mal gespannt, ob die mich immer zu finden. Bin in meinem Haus. Ich glaube, die denken, dass ich woanders bin. Aber okay, Leute, es funktioniert. Also bis jetzt war ich noch nicht gefunden. Vielleicht bleibt es auch so. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich hätte nicht schreiben dürfen. 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 Leute, er hat eine Axt. Ich muss aufpassen. Oh, man kann sich drin verstecken. Okay, das ist perfekt. Oh mein Gott. Wir können uns leicht hier vorne ein bisschen lang schleichen. Ganz langsam. Oh mein Gott, jetzt erforscht du das. Okay, ich glaube aber, wenn wir jetzt so hier lang laufen sollten, die uns nicht sehen können. Ich glaube, ich kann wirklich abhauen. Machen wir mal das Erkennungsmerkmal. Okay, geht anscheinend nicht. Leute, warum bin ich so schnell? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin so schnell im Schleichen. Da-da-da-dam-dam. Ach Gott. Was? Da steht sogar. Ist so gemein. Es reicht.
Nein, ich möchte nicht getragen werden. Ach, geh weg, geh weg. Leute, wir müssen abhauen. Ich glaube, sonst wird das nicht. Die verfolgt mich mit der Axt. Ich bin nicht rübergekommen. Ich habe eine Idee, ich mache die Tür zu. Es sind beide drin. Nein! Hä? Ich habe ja gar kein... Ich habe ja keine Möglichkeit mehr zu haben. Das ist doch... Nö, denke ich jetzt. Jetzt reicht's. Ich glaube, wir müssen jetzt den ultimativen Plan entwickeln. Und zwar, wenn wir das mal realistisch sehen, werden die uns nicht in Ruhe lassen. Aber mit der Macht von unseren Käsebrötchen können wir es vielleicht alle rauswerfen. Ich schreibe es auf. Ihr seid böse, böse Stalker. Jetzt beobachten nämlich wieder alle. Weil sie wollte es halt eigentlich nicht wirklich. Der eine nimmt mich auf. Als Diener. Der eine heißt Wand. Leute, was ist denn da los? Lasst mich in Ruhe, ihr Stalker. Ich hoffe, das funktioniert ein bisschen, aber ich glaube nicht. Die macht Fotos von mir, was? Ey, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich glaube, wir müssen alles beenden. Leute, ich werde das alles... Ich glaube, wir müssen alles beenden. Es hat keinen anderen Sinn. Es bringt nichts mehr. Ich werde es beenden. Und ich weiß auch wie. Und zwar kann ich alles beenden mit der Stalker-Vernichtungswaffe 3.0. Ich halte nicht mehr aus mit den ganzen Stalkern. Ich muss es beenden. In 3, 2... Eins. Ich hab gedrückt, ich sollte runterspringen. Weil die Bombe geht jetzt los. Mein Gott, die startet wirklich. Da fliegt sie. Oh Gott, wir müssen abhauen. Ich glaube, wir müssen gewaltig abhauen. Sie kommt runter. Nein, nein, nein. Es war schön mit euch allen. Oh mein Gott. Vielleicht können wir von abhauen. Ah! Ich glaube, so endet es. Lebe wohl. Online Stalker. Und so zerstörte Liz die komplette Pokémap, um die Stalker loszuwerden. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Wutsch!